Na, rein hier. Taktischer Rückzug. Okay. Oh, 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 oh. Da hinten ist einer. Oh! Hey, hey, hey! Ist okay, Spritze, Spritze! Ja, ich weiß. Bis hierhin alles andere als taktisches Vorgehen. Aber es liegt auch so ein bisschen am Scharfschützengewehr. Das Ding ist nicht das Gelbe vom Ei. Der aufgeladene Schuss ist ganz schön unpräzise. Ich versuch's mal mit dem Einzelschuss. Ja, geht's weitaus besser. Hallo! Hallo, hallo, hallo. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Jetzt zurückziehen, uns bleibt noch keine andere Wahl, muss ich sagen. Weil hier draußen sind wir Kanonenfutter. Yay! Nice, in die Bude da rein. Wir verbarrikadieren uns hier. Wagen, boah, ich kann ja gar nichts sehen, Mann. Na gut, da mit der Flinte. Von wo kommen sie? Immer schön die Augen auf der Minikarte. Immer schön die Augen auf der Minikarte, so läuft das hier. Zack, runtergerutscht. Naja, fast. Ich glaube, dem passiert hier nichts, oder? Müssen wir überhaupt hier kämpfen? Ist es vielleicht nicht angebracht, einfach abzuhauen? Na, habe ich kurz eine Sekunde? Ja, ja, ja. Oh, 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 cool. Die Situation ist deeskaliert. Sehr schön. Wir können speichern. Wir können wieder Sniperinoen. Oh, dann können wir wieder von oben einen hier weghauen. Das ist mir noch nie passiert. Oh, Essen. Muss ich mitnehmen. Wo ist er? Da ist unser Wangbo, ne? Der Grüne auf dem Radar. Auf der Minikarte. Jetzt. Jetzt die nächsten killen. Schön auf Distanz. Wir sind wieder verschwunden. Na, guck, guck. Oh, oh, oh. Hi, hi, hi. Yeah. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Damit hast du nicht gerechnet. Okay, okay, okay. Sie kommen! Nein! Du Ratte, du! Kommt der jetzt hier hoch? Das wäre echt ungünstig. Das wäre echt ungünstig. Da! Nein, nein. Okay, ich hau einfach ab. Dieser Kampf ist nichts für mich. Wambo, wir treffen uns bei deinem Auto, hoffe ich doch mal. Ist gut möglich, dass wir einfach abhauen sollen. Peugeot, wir sehen uns später, ne? Los! Sitzt er schon drinne? Ich hoffe doch mal. Controller ist an. Nee, er ist noch nicht da, aber er ist die Straße runtergelaufen. Ist das möglich? Da steht er! Los! Bambo! Wir hätten von vornherein einfach abhauen sollen. Come on! Rein hier! Los! Hey! Komm rein, Mann! Ratzifatz weg! Er gibt nicht Gas! Was? Wir? Was? Warum? Wir? Ohne mich wärst du jetzt ein Fleck an der Motelwand. Ja. Whatever. Down up. Eskortiere Wambo zum Treffen mit den Nomaden. War das wirklich die Lösung? Nee, ich glaube nicht. Ne? Aber wir waren wirklich zu schwach für diesen Kampf. Das ging gerade nicht. Wir sind noch nicht bereit für die Nebenmission. Wir müssen noch weiter im Urschleim rumkrauchen. Boah, bin ich hier oft gestorben. Ich glaube, ich schneide das ein paar Mal rein. Nein. Vorsichtig. Oh Gott. What the heck? Ich muss mir die Mod installieren fürs besser fahren. Fürs realistischere Fahren. Hi, hi, hi. Na? Okay, wir sind da. Steig aus. Ja, zack, Mann. Aber. Ich sag dir, wie du das? Du kamion, der Kumpat, der gar nicht so. Das ist nicht mein Problem. Nicht mein Problem. Ja, komm. So, komm, ich komm, ne? Verschwinde, sonst nehme ich dir die Nieren raus. Ja, ist in Ordnung, Mann. Alles cool. So, Mission abgeschlossen, aber ich will ein Auto nicht bald. Ich will mein Auto zurückhaben. Ich steig mal hier aus. Oh, Regina. Super Arbeit, Vi. Wang Bo wollte dir den Spitznamen der wütende Löwe geben. Also ist er wohl zufrieden. Auftrag erledigt. Eddies sind unterwegs. Nice, danke schön. Aber naja, leicht verdient
ist was anderes. Die Eddies haben uns wirklich verdient und jetzt probiere ich mal was aus, was ihr mir in die Kommentare geschrieben habt. Und zwar, man kann sich ja hier über die Steuerung, kann man sich sein Auto rufen. Und zwar ist das am Computer die X-Taste gedrückt halten. Das war doch die X-Taste, ne? Ja, Fahrzeug rufen. Ist das dann dieses Fahrzeug oder ist das dann mein Peugeot? Ne, da kommt nichts, ne? Das ist nämlich noch nicht unser Auto. Es ist, wie ich vermutet habe, ein spezifisches Fahrzeug. Schande, ich muss kurz zurück zu dem Hotel in der Hoffnung, dass wir da eventuell noch unseren Peugeot finden. Aber das nächste Problem ist, wo war denn nochmal dieses Hotel? Wir müssen irgendwie die Hauptstraße nochmal runterballern. Eine Sekunde. Wir nehmen doch dieses Fahrzeug. Wobei, das ist ja fast der Peugeot, ne? Ja, nur eine etwas weiter getuntere Variante. Aber ich hätte schon gern mein Auto zurück. Wir können ja mal gucken. Aber dass wir rekonstruieren können, so halbwegs, aber also die größte Chance dafür sehe ich nicht. So, und dann kamen wir von, wir sind keinen Berg gefahren. Weder rauf noch runter. Sehr gut. Ja, weiß auch nicht. Muss das so sein? Das ist komisch, das wirkt nicht authentisch, muss ich sagen. Unser Auto ist auch im Boden verschwunden. Ich steig mal kurz aus. Jetzt sind wir auf einem anderen. Okay, alles klar. Willkommen in Cyberpunk 2077. Ich lauf den Rest. Macht's gut. Wieso kann ich denn eigentlich nicht mehr rennen? Bin ich irgendwie beschädigt oder so? Ich kann nicht mehr rennen. Ernsthaft? Das ist ein bisschen kurios, ne? Jetzt geht's auch, ne. Oh. Jetzt geht's wieder. Alles cool. War eine kleine Ladehemmung. Ich steck die Knarre wieder ein. Zweimal B war das bei mir, ne? Jop. Okay, so. Wir kamen definitiv hier aus dieser Richtung. Wenn ich es auch nicht so wild. Regina, schon wieder, Mensch. Hör mal, Maelstrom hat diesen Ripper-Dog. Aber die halten sie fest und zwingen sie dazu, für sie zu arbeiten. Rette sie vor diesem Psychos, okay? Okay. Der Bruder wäre dir sehr dankbar. Mach ich als nächstes. Tschüss. Ja, hier hat man auf jeden Fall immer eine ganze Menge zu tun. Ich glaube, ich werde dieses Hotel nie wiederfinden. Und damit ist der Peugeot ein für alle Mal weg. Nein! Wie konntest du nur, Cyberpunk? Ich habe mich so um mein Auto gekümmert. Ich mache mal ein bisschen Musik im MP3-Player an. Eine kleine Joggingrunde. Hätte es auch nötig, war mein Freund. Warte, ist das das Hotel? Nein, das ist das, desaströse Industriegelände, wo wir letztes Mal so hart überrascht worden sind. Ist in Ordnung. Ich schieße den Peugeot in den Wind. Gibt es hier ein anderes Auto, was ich mitnehmen kann? Was ich vielleicht ein bisschen länger behalten kann? Offensichtlich nicht. Ich hätte auch gern die Leichen gelootet. Beim Motel, aber das wird nichts. Hier ist kein Auto mehr, ne? Okay, wir müssen ein anderes klauen. Ja, müssen wir, leider. Da gibt es keinen Weg dran vorbei, meine Güte. Was nehmen wir denn hier? Oh, guck mal. Das sieht ja aus wie so ein alter Audi. Finde ich auch sympathisch. Ich hatte mal einen alten Audi. Raus da bitte! Gnade. Ja. Gnade deiner Asche. So, Kamera wieder bitte in die Ego-Perspektive. Wir haben ein bisschen was zu tun. Wo ist denn hier bitte die Map? Was steht denn hier noch so an? Da ist die Martin Street. Warte mal, da haben wir da eine Markierung gesetzt? Kann das sein? Ach nee, das war der Schnellreisepunkt. Das war ja das offizielle Symbol für die Schnellreise. Überfall am Gange. Das ist doch klasse hier zum Warmwerden für die heutige Aufnahme. PS, neue Aufnahme, neues Glück. Ich drehe mal hier. Ja, die Mod, verdammt. Die installiere ich vor der nächsten Aufnahme. Dass man so ein bisschen authentischer fahren kann. Oh, da ist schon wieder was. Was von der Bullerei. Das mache ich zuerst. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Okay. Sind wir vorbereitet? Vielleicht was essen, vielleicht was trinken. Das war direkt hier, ne? Ja, direkt da. Einmal bitte das Inventar. Wir brauchen was zu essen. Was zu trinken. Ein paar Burrito, bitte. Lecker. Was zu trinken. Selbstgebrannter. Hier, Hydration. Hört sich doch gut an. Hört sich doch klasse an. Ist alles durchgeladen. Ich will doch mal hoffen, ne? Oh.
Oh, ey, lass das Auto in Ruhe. Und dieses Auto steht auch verdächtig komisch hier. Ich muss von der richtigen Seite ran, ansonsten sind wir wie immer Kanonenfutter. Wir sind noch sehr, sehr schwach und wir spielen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich muss das erwähnen, ansonsten wäre mir das unangenehm. Ist es auch so schon genug? Genau, erstmal hier wegschießen. Oder hacken, genau, hacken, stopp. Wen kann ich hier hacken? Kurzschluss, boom. Noch einen. Kann ich dich auch hacken? Ja, kann ich. BD, E9, E9, hey. Was, hier ist keine E9. BD, jetzt E9, hä? Hier ist E9, aber das gilt doch dann nicht. Das muss doch in einer Linie sein, so ein bisschen wie bei Cyber-Sudoku. Das hat er mitgekriegt, ne? Ja, hat er mitgekriegt. Nicht gut, nicht gut. Boom, boom, boom. Jetzt ist er hier am Start. Oh, verdammt, warum ist das Hinhocken immer noch nicht toggelbar? Das ist echt kurios. Entschuldigung, mein Fehler. Schande. Das zum Thema schleichender Scharfschütze. Ich bin immer noch so aufgeregt in Night City. Das mildert meine Fähigkeiten. Ist wirklich so. Na, das ging doch jetzt hier mal, oder? Auftrag erfüllt. Das waren meine Gegner. Das ist meine Kragenweite. Die kleinen erstmal. An denen hangeln wir uns hoch. Bis wir richtig was drauf haben, hä? Würde ich mal vorschlagen. Danke, danke, danke. Du bist frei. Gehe deiner Wege. Ist das jetzt unser Auto? Also würde ich mal meinen, hä? Der sieht auch ein bisschen cooler aus, aber ist ja nahezu das gleiche Fahrzeug. Aber der hier, der Mahlstrom, der ist auch ein bisschen fescher. Steig mal ein. Mach mal ein bisschen was. Ja, genau. Fahr erstmal hier raus. Da lag noch ein bisschen Kram drunter. Nur so zum Gucken. Hier irgendwo, ne? Boom! Revolver ist nicht so meins, ne? Revolver sind mächtig, keine Frage, aber ist nicht so meins. Wollen wir den nehmen? Nur mal so, just for fun. Können wir da überhaupt einsteigen? Ja, das geht schon. Dann fahren wir los. Okay, meine Musik aus. Mhm. Und jetzt Richtung Gängelei. Überfall im Gange. Wir sind auf dem Weg. Wir folgen der GPS-Linie. Ist aber ein bisschen unübersichtlich, ne? In dem Auto aus der Ego-Perspektive. Die Haube ist einfach mal viel zu fett. Viel zu fett. Konzentration. 90 Meter. Das müssen wir wieder vorbereiten. Den Rest laufe ich. Aussteigen bitte. Okay. Puh. Abspeichern. Vielleicht mal einen richtigen Save anlegen. Ich habe dann ein Problem gehabt vor kurzem bei Fallout 3. Das hätte ich easy umgehen können, hätte ich einfach mal öfters einen separaten Save angelegt und mich nicht ständig auf die Schnellspeicherung verlassen. Wir haben gegessen, wir haben getrunken, wir haben ein cooles Scharfschützengewehr, was eigentlich gar nicht so uncool ist, wie ich vielleicht kurz gedacht habe. Aber der Einzelschuss, ne? Der hat's wirklich. Oh, der hat's wirklich drauf. Hacken. Na, hacken. Ja, Breach-Protokoll können wir machen. In erster Linie 55. 55. Ah, ja, es muss irgendwie immer in einer Linie stehen. Wie beim Sudoku. Cyber-Sudoku halt, ne? Und jetzt? Jetzt Kurzschluss, Mann. Boom! Ich hoffe, du fällst um. Ich hoffe, du bist tot, Mann. Ich weiß es. Oh. Hi, hi, hi. Boom! Oh, die sehen uns, ne? So weit? Das ist ja übel. Wie unfair, Mann. Wie unfair. Boom. Boom. Hi, hi, hi. Wow, stopp. Eine Sekunde, Mann. Das war unfair. Was soll denn das? Ja, schön runterfallen. Schön runterplumpsen. Kann ich dich noch hacken eventuell? Nee, dich kann ich nicht mehr hacken. Na, come on. Geht doch. Geht doch. Schön. Die nächsten bitte. Waren das alle? Ich glaube nicht. Da ist noch einer. Oh, wow. Das fühlt sich echt nicht verkehrt an. So langsam komme ich hier in diesem Spiel an. Schleichen und, naja, mit dem Scharfschützgewehr so ein bisschen rumballern. Und jetzt brauche ich einfach nur ein bisschen Übung. Dann wird das schon. Haben wir es geschafft? War's das? Ernsthaft? Sind wir jetzt hier der Anführer?
Ich wechsle lieber mal zu einer anderen Waffe. Nicht, dass da noch irgendwer rauskommt. Gibt's hier vielleicht versteckten Geheimloot? Messerchen! Scharfschützen-Muni! Oh yeah! That's what I'm talking about. Und ein weiteres Magstock. Brauchen wir aber gerade nicht. Alles ist nachgeladen. Schön! Schön! Mensch! Und diesmal ohne 28 Versuche. Wer ist das hier soweit? Oder soll ich hier eventuell noch rein? Soll ich das hacken? Verbinden. Mach mal auf hier. Genau, jetzt wird das Zahlenrätsel. Okay, BD, BD. Jo, alles klar. Und nu, BD, 1C. Und jetzt wieder BD, 1C. Nee, nee, hier. Naja, fast. 1 von 3. Geht das jetzt auf, oder? Habe ich noch einen Versuch vielleicht? Breach-Protokoll. Erfahrungspunkte ohne Ende. Ja, man muss halt so viele von den erwähnten Zahlen in einer Linie zusammenbekommen. Und umso besser man das macht, umso besser natürlich der Ertrag. Was haben wir hier bitte? Atmungsaktive Salamanderjacke aus Segeltuch. Ach je. Dankeschön. Mission abgeschlossen. Level up. Ja, wir werden immer besser. Auch leveltechnisch. Und das ist verdammt notwendig. Was war denn bitte bei der Wambo-Mission? So krass verkehrt, ey. Nee, wirklich, die Gegner waren so dermaßen OP. Ein Schuss, zwei Schuss und ich war hinüber. Ich kann mir nur vorstellen, man soll von vornherein in der jetzigen Phase des Spiels da einfach nur abhauen. Und am Ende hat das ja auch geholfen. Und wir haben so die Mission abgeschlossen. Gibt's denn ein cooles Auto vielleicht? Ich meine, jetzt, wo der Peugeot sowieso weg ist, können wir ja mal ratzfatz vielleicht ein paar Autos mehr ausprobieren. Nee. Na gut, dann nehmen wir unsere Karre, mit der wir hierher gekommen sind. Oder haben wir zufällig eine andere Knarre bekommen, die sich hier lohnen würde einzutauschen. Benötigt irgendwas? Tech-Revolver. Nee, Revolver mag ich nicht. Das ist hier zu smart für mich. Ich glaube, wir bleiben erstmal dabei, ne? Jo. Wir bleiben erstmal dabei. Wir könnten höchstens... Nee, ist in Ordnung. Die Novaki... Nee, die hat mich bisher nicht so enttäuscht. Flinte war auch keine bessere am Start. Vielleicht eine bessere Hose. Ist die... Nee, die ist genauso gut. Warme Erdtöne. Warum wohl? Doppelt gewebte Loose Fits aus Komposit. Und hier, vielleicht hier was Panzerungaktiveres. 18-2, 18-2. Ja, müssen wir wohl, ne? Scheiß auf den Status Quo. Voller Farbflecken. Sintfaser-Tanktop mit Anti-Chem-Schicht. Okay. Meinetwegen mit dem gleichen Logo. Warum nicht? Bessere Panzerung. Und hier können wir noch nicht tragen. Ja, entweder verticken oder Komponenten sammeln, damit wir dann unser Scharfschützengewehr irgendwann verbessern können. Was ja doch gar nicht so schlecht ist, ne? Das hat nur auf den ersten Moment, auf den ersten Blick so ein bisschen komisch gewirkt. Gut, sehr schön. Können wir zufällig auch Granaten craften? Na klar können wir das, warum nicht? Mit den einfachen Geschichten hier, mit den gewöhnlichen Tech-Komponenten. Na los, dann stellen wir ein paar her. Flop, flop. Und wir kriegen sogar noch ein paar XP. Ist das nicht klasse? Hab mich jetzt auch sehr verwundert. Ja... Wow, 16 Stück. Nehmen wir doch einfach die jetzt erstmal. Cool. 16 Granaten. Die machen sich eigentlich ganz gut, weil wenn man einen Gegner direkt damit bewirft zum Beispiel, dann gerät dieser Gegner ein wenig in Schwanken und die Schrecksekunde reicht oft aus, um ihn mit dieser Granate gleichzeitig auch noch zu zerlegen. Was nehmen wir denn hier als nächstes? Also ich würde sagen, wir werden erstmal gucken, wie hier die Unterattribute... Wie diese Unterattribute sich anhand von unserem Spielstil entwickeln. Und wenn die hier an das Maximum der Oberkategorie kratzen, dann können wir die Oberkategorie ja weiter ausbauen. Und bis dahin orientieren wir uns halt ein bisschen anders. Aber wir haben hier nichts, was wirklich am Limit kratzt. Also nehmen wir das, was als nächstes kommen würde. Und das wären, naja... typischerweise bei mir die Gewehre. Na gut, dann doch noch ein Punkt auf Reflexe. Okay, sehr schön. Was hätten wir hier noch so Feines? Athletik! Passiv, erhöht die Tragekapazität um 60. Ist noch kein Thema, wird später sicherlich
Sicherlich interessant. Regeneration. Deine Gesundheit regeneriert sich langsam im Kampf. Okay, Vernichtung. Passiv. Schrotflinten und leichte Maschinengewehre verursachen 3% mehr Schaden. Also Schrotflinten. Da bin ich gern mit dabei, auf jeden Fall. Ein Punkt, na klar, ein Punkt hauen wir da rein. Was wäre hier noch so Schönes? Forschung und Entwicklung erhalte beim Zerlegen von Items mehr Komponenten. Junk-Items werden automatisch zerlegt. Das ist praktisch. Doch, das ist wirklich praktisch. Das nehmen wir. Und dann halt immer schön den Junk einstecken. Und dann wären wir hier auch schon fertig. Wir können weitermachen. Mensch, ey, dieses Spiel. Das hätte ich ja nie gedacht. Es weiß mich auf jeden Fall sehr, sehr gut zu unterhalten. Was machen wir als Nächstes? Die alles entscheidende Frage. Zurück ins Auto erstmal gehen. Wir wollen natürlich was Spannendes machen. Was haben wir denn hier so Schönes? Begib dich zum Clean-Cut-Gebäude. Das ist doch wieder was ganz, ganz Schweres, oder? Bestimmt. Ich mache erstmal hier was Kleines. Überfall im Gange. Wow. Und ist das schon die ganze Stadt? Oder ist das noch der abgeriegelte Teil der Stadt? Weiß ich noch nicht, ne? Kommt wahrscheinlich alles noch. Nee, das ist ein Teil der Stadt. Und hier kommen noch ein paar andere dazu. Oh mein Gott. Wir haben so viel zu tun. Das wird so großartig. Genau, erst den Kleinkram machen und dann, wenn wir soweit sind, wenn wir ein bisschen gelevelt haben, trauen wir uns an den nächsten Nebenauftrag. Aber jetzt wird erstmal wieder ordentlich geknüppelt. Ich wechsle zum Controller. Kann ich irgendwie das Radio? Ja, kann ich. Tatsächlich, ich kann den Radiosender wechseln. Night FM, was ist das? Oh, Elektromann, nice. So, ich bin am Start. Party hard hier im Affenstart. Und dann nach rechts. Warum hat der Typ einfach mal nicht einen MP3-Player im Ohr? Oder gibt's da vielleicht irgendwas? So ein Cyber-Add-on? Womit wir die ganze Zeit diese GEMA-freie Musik hören können? Dann brauche ich nicht meine einspielen. Das wäre total cool. Das ist ein Fragezeichen. Sollten wir uns mal angucken. Auf jeden Fall. Ich steig mal aus. Das ist jetzt unser Auto. Oh. Da ist irgendwas ganz, ganz Spannendes. Mit denen kann ich es doch aufnehmen, oder? Na, hundertprozentig, Mann. Hundertprozentig. Der ist cool. Kann ich hier vielleicht irgendwie aufs Dach? Ja, kann ich. Für die optimale Snapperino-Position. Hoffe ich doch mal. Oh. Wir klettern aufs Dach. Klappe die zweite. Ich weiß auch nicht, was da los war. Er hat schon wieder diesen Double-Tap-Sprung gemacht, obwohl ich ihn per Mod deaktiviert habe. Aber die Mod scheint offensichtlich lückenhaft zu sein. Haben wir noch gegessen und getrunken? Ja, aber das ist zu lange her. Eine Sekunde. Rucksack, Futter, Burrito oder, naja, was dem Burrito sehr nahe kommt. Ein bisschen Tomatensaft und den Riegel. Und dann ist alles schick hier. Feuer abspeichern. Oh oh. Oh oh. Boom! Feuer hacken, Leo. Oh, der hat eine LMG. Nicht so gut. Wie viele sind das? Wie viele? Oh, ich bin ein Scharfschütze, ich wusste es. Wie in jedem Spiel. Deswegen sehen wir auch aus wie der Hitman. Nice. So macht es echt Spaß. Ich brauche unbedingt ein Scharfschützengewehr mit einem Schalldämpfer. Dann kann ich wirklich schleichen und so. Oh, das lohnt sich hier total. Oh, eine fette LMG. Mit der machen wir jetzt auch ein bisschen mehr Schaden. Ne? Vielleicht tauschen wir einfach das Sturmgewehr aus gegen eine LMG. Ne? Mach mal aus hier bitte. Das hält ja kein Mensch hier aus. Ich meine, ja, ich will die ganze Zeit Musik hören, aber nicht so eine Musik. Nein. Habe ich nicht vor. Wenn wir einfach das Sturmgewehr gegen eine LMG austauschen und... Nee, können wir leider gar nicht benutzen. Was fehlt uns denn? Volles Potenzial freigeschaltet bei Konstitution 6. Konstitution 6. 4 haben wir gerade. Aber wir haben einen neuen Vorteilspunkt. Was nehmen wir denn als Nächstes? Mehr Schrotflintenschaden ist für mich sehr wichtig, muss ich sagen. Falls es dann doch mal in den Nahkampf geht, in den ultimativen Nahkampf, da haue ich gerne noch ein bisschen Schaden rein. Looten. Na, was hast du hier? Oh, warte mal. Der hat so ein anderes Äquivalent von unserer Schrotflinte. Habe ich das gerade richtig gesehen?
Ja, Pi mal Daumen. Ist die vielleicht ein bisschen stärker? Nee, ist sie nicht. Sie ist 3 Punkte schwächer. Das ist doch in Ordnung. Für den Verkauf oder zum Zerlegen liegt hier vielleicht noch ein bisschen mehr rum. Ich steck mal meine Knarre weg. Ich glaube, die Situation ist hier mehr oder weniger geklärt. Aber was war denn jetzt bitte hier so besonders, dass hier so ein Fragezeichen war? Da habe ich eventuell noch irgendwas hier übersehen. Nee. Oder ist es das hier gewesen? Chark, Brandgranate. 60 Schaden, 3 Meter Explosionsradius, Dauer 4 Sekunden. Nicht tödlich. Verursacht 4 Sekunden lang Brennen. Ruft eine Explosionszone mit Brandpartikeln hervor, die 3 Sekunden lang Brennen verursacht. Na gut, nehmen wir mit. Das Fragezeichen ist aber auch weg. Offensichtlich haben wir das Wichtigste hier schon irgendwie mitgenommen oder miterlebt. Ich kletter nochmal kurz hier rauf. Nur um zu gucken, ne? Aber hier scheint auch nichts weiter zu sein. Hier hoch vielleicht auch noch. Oh, man kann hier richtig hochklettern. Das finde ich ja schon sau cool, muss ich sagen. Vielleicht auch hier noch irgendwie rauf, aufs Gebäude sicherlich, ne? Aber ob das uns jetzt weiterbringt, Ah! Oh, okay. Abgeschlossen, Fragezeichen ist weg. Wir sind auf dem Weg zum nächsten Knüppeleinsatz.